Hola! Mahlzeit, Brotdorf. Ah, die jetzt was gut. Hättest du dir das vielleicht auch einfacher vorgestellt? Also ich darf keinen Gegner so einfach unterschätzen, aber ich habe mich wirklich stark gefühlt jetzt, habe seit einem Monat trainiert im neuen Team und bin sehr zufrieden bei SES. Ich danke an alle, es war einfach super Team und ich war auch im Ring, habe ich mich die ganze Zeit stark gefühlt, weil ich weiß, wie ich trainiert habe die ganze Zeit. Nochmal ehrlich, vielen, vielen Dank. Ulf, für den Neuzugang, wie sind da die Zukunftschancen? Er hat ja schon mit seinen 23 Jahren einen riesen Kampfrekord. Ja, das war nun also mit diesem Kampfrekord, aber man muss das auch beleuchten, was sind das für Kämpfe gewesen? Und ich glaube, heute war der richtige Schritt und er hat das eben gerade richtig gesagt. Ich will nicht sagen, dass er wie viele Kämpfe sind insgesamt? 35 Kämpfe, dass er die ohne Training gemacht hat, aber ich denke nicht unter richtiger Anleitung. Und wir haben ein professionelles Umfeld, wir haben ein tolles Gym, wir haben tolle Trainer. Das ist schon eine andere Schiene, die wir jetzt fahren und trotzdem ist er natürlich sehr weit und wird relativ schnell da bestimmt auch eine Chance bekommen. Vielleicht im Juniorenbereich noch, das ist ja bis 24 möglich, aber auf jeden Fall sieht es gut aus und er hat das gut gemacht. Und wie gesagt, der Klinkner, der war ein absolut abgeklärter Typ und hat da Spirenzchen gemacht und dann musste er echt die Ruhe bewahren und den Stil weiterboxen. Und wie gesagt, und das hat mir bei ihm besonders gefallen, dass er sich da nicht aus der Ruhe bringen lassen hat. Der ist noch nie gefallen vorher, der ist noch nie K.O. gegangen vorzeitig, also trotzdem konnte er auch. Nächster Einsatz, vielleicht schon in Dresden, ist das möglich? Nein, wir haben ja vielleicht nur den Dresden-Termin jetzt genannt, aber wir haben ja schon am 3. Dezember den übernächsten Termin mit Lukas in Prag.
Und da sind wir gerade dabei, das ein bisschen positionieren, und ich denke mal, dass er dann wahrscheinlich in Prag dabei ist. Also, wie gesagt, Prag, Europameisterschaft, Lukas, dann haben wir noch vor, was in Russland zu machen und so. Also, wir haben den vollen Terminkalender und den Vollstress, und es gibt hier noch zu tun. Wie war es denn so aus deiner Sicht, Rolf? Erste Mal Riesa veranstalten, tolle Halle, bis auf den letzten Platz waren die Ränge heute Abend gefüllt. Ja. Wie ist so das erste Sacken lassen?